den stampfe ich ein. Jetzt geht das nämlich wieder los, zumindest da, wo es geht, das wird jetzt nur an den Ecken sein, dass wir dann die Kleinen austauschen gegen die ganz Großen. Also klein sind die ja nicht, also die Großen gegen die ganz Großen, so. Was sagt denn unser Status? Der ist schlecht. Das ist schlecht, dass er schlecht ist. Ein Besucher da. 40, 18, 13, 10. Ja, ne? Kolonisten. Wachen. Ich möchte jetzt Wachen aufstocken. Und ich weiß nicht, wie das jetzt mit der Energie hinhaut. Ich befürchte, die reicht nicht. Aber ich baue trotzdem Landefeld. So, Abfangwahrscheinlichkeit 0, weil nicht einer dran arbeitet. Boah, hart. Das waren Ingenieure. Ja, wir brauchen mehr Ingenieure. Okay, zumindest einer ist da. Also ein Halbleiter, sodass ein Bot gebaut werden könnte. Die möchte ich auch langsam aufstocken, damit wir hier nicht ständig die wichtigen Arbeiter sozusagen am Rumlaufen haben. Und dir, was geben wir denn dir? Was geben wir denn dir? So, was hast du überhaupt? 65% Kommission. Nee, ach, hau ab. Mach den Platz frei, lass deinen richtigen Händler hin. So, schön. Jetzt müssen wir gucken, ob die Solarkollektoren das noch schaffen. Oh, der ist weg. Die Dinger zu füllen. Ich hoffe es. Bin mir da nicht ganz sicher. So, hier, Priorität. Bitte sofort bauen. Wichtiger als alles andere. Ist immer ein Risiko, so ein Ding wegzureißen, weil man nicht weiß, ob die Produktion überhaupt ausreicht, um die Kollektoren zu füllen. Ja, du hast auch weniger Priorität. Okay. Ja, Problem Schlafsaal, ne? Wir brauchen immer noch einen Schlafsaal irgendwo. Mist. Oh. Das ist aber, ne? Also, das ist schön, dass das geht. Also, dass wir ihn da reinklatschen können. Das werde ich auch tun. So, jetzt müssen wir erstmal warten, bis wir wieder haufenweise Erz haben. Beziehungsweise Metall. Ein Bot, ja, da arbeitet sowieso keiner. Da arbeitet auch keiner. Ja. Wir bräuchten wahrscheinlich einfach mehr Arbeiter. Also wir könnten uns von den Nahrungsmitteln jetzt locker erlauben, wieder haufenweise Leute reinzuholen. Ich habe Wachen, glaube ich, gerade eingestellt gehabt, ne? Ja. 11 Wachen reicht mir nicht. 12 Wachen reicht mir nicht. Also mit 12 haben wir das Minimum. Ich hätte gerne mindestens 6 weitere Wachen. Also auf 18 möchte ich da hoch. Ja, pum, pach, pal. So, da mache ich meine Verbindung. Ich denke hier und dann da, das geht. Dann sehe ich wieder den ganzen Bauplatz, den wir hier noch haben. Und ich habe keine Ahnung, was sie da bauen sollen. Es läuft nachher darauf hinaus, dass sie nur noch Kantinen, Bars und Multidome bauen, um die Leute irgendwie zu beschäftigen, die dann hier mal hinkommen in die Bar. Ne? In Bar sage ich schon, ja, wir verwandeln uns in eine Riesenbar. Die dann hier einfach herkommen, um drum rumzustehen, statt zu arbeiten, weil wir dann keine Arbeitsplätze mehr haben. Ja, wenn wir uns Arbeit holen, wir könnten hier auch eine Mine hinsetzen, Aufbereitungsanlage und so weiter. Das würde ja gehen.
aktuell ist mir, also ja, der Metalloutput ist mir einfach zu niedrig. Da würde ich unbedingt was dran machen wollen. Aber dazu brauchen wir einfach Arbeiter. Okay, da arbeiten 3 Wachen. Da arbeiten 4 Wachen. Schön. ...22% gefüllt. Okay, wir haben 300 Nahrungsmittel. Aber die liegen nicht im Lager. Wo sind die? In den Automaten stecken die auch nicht. Okay, die stapeln sich halt in den Domen herum. Okay. Ja, das ist in Ordnung. Darf. Ah, steht es? Steht es? Ja, es steht und würde 110 bringen. Ist auch ein Kolonist gekommen. Oh, auf 7 Bots sind wir runter. Hat aber eine hohe Ausfallrate, glaube ich. So. Was hast du denn? 45% Kommission. 45% ist okay. Die Tomaten, ich weiß, ich werde sie wahrscheinlich niemals anbauen. Tja. Tja, ne? Tja, sag ich da mal. Dann nehmen wir halt nur das Geld erstmal. Und geben dir... Ja, jetzt haben wir aktuell 3 Überschussprodukte. So, bei 150 sind wir. Kriegst du Bioplastik mal mit. So, passt das. Ups. Energiespeicher kritisch. Nein. Okay, ich habe gesehen, wie da einer leer lief. Da war dieser schon halb leer und der auch. Wie kommen denn die Angebrochenen zustande? Ah, Schatten bewegt sich. Oh oh. Oh oh, sage ich da mal. Ich hoffe und ich vermute, dass der Ausfall jetzt daran liegt, weil das Solarmodul nicht rechtzeitig parat war und deswegen die Kollektoren nicht komplett befüllt waren. Ja, ja, kommt gleich wieder alle. Kurz die Luft anhalten, geht schon. Geht schon, kriegt ihr hin. Ne? Ja, okay. Befüllt sich auf jeden Fall gut. Und der nächste Bot ist ausgefallen. Nein, baut mir Bots. Jetzt fehlt auch Metall dafür. Da fehlen noch 8 Metall. Nutzt doch die Schleuse da. Das sind doch nur ein paar Meter, die ihr extra machen müsst. Hm. Dafür habe ich sie doch gebaut. So, die Schatten zeigen an, wir gehen rapide auf den Abend zu und die Kollektoren füllen sich nicht. Da sind 2 komplett leer, die sind noch alle leer. Wir brauchen noch ein Solarmodul. Solarmodul. Wir können es nur nicht hinbauen. Oh, nein, hey! Frechheit. So. Hier auch wieder Prioritätbau. Der nächste ist ausgefallen. 6 Bots. Also einer muss zwischendurch noch gebaut worden sein. Okay, schön. So, ich schalte die mal ab. Bevor wir gleich wieder einen katastrophalen Stromausfall haben. Ich muss auch zugeben, ich habe wieder auch reichlich gebaut, ne? Und deswegen ist auch der Energieverbrauch deutlich gestiegen. Ja, jetzt geht das Gefriemel wieder los. Ich kann mir vorstellen, dass das hochspannend ist, mir zuzuschauen, wie ich
ganz konzentriert hier die Bettchen setze. Ups. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, ob das Bett passte. Nein. Yay, super. So, der. Der. Okay. Nacht ist gleich um. Na. Ja, die Sonneneruption habe ich auch wieder total vergessen. Lauft. Mhm. Da ist auch schon wieder hier Unzufriedenheit. Wir haben 40 Biologen, das müssen wir auch packen. Stress vorbei. Da fehlen noch 4 Metall. Und hier fehlen noch 6 Metall. Tja. Tja, bleibt nichts anderes als zu warten, ne? Obwohl, ich könnte ja den, ne? Hier, tschüss. Holt mal das Metall da weg. Der Raumhafen ist nicht so wichtig. Oh, jetzt haben wir Eindringlinge hier. Alarm. Waren 3, 4 Stück. Ah, wirklich alle erledigt? Muss man ja echt vorsichtig sein. Ja, und das wird ja einfach nicht mehr. Wenn hier Angriff ist, dann muss ich nicht, will ich nicht mehr, dass ich Alarm anmachen muss, sondern die müssen das alleine schaffen. Deswegen hätte ich da gern jeweils so 6 Leute am Laufen, die auch immer da sind. So mehr oder weniger immer. Ja, ist okay. Ja, bringt das Metall? Bringt das? Brave Bodies. Ist ein ganz ein guter, ist ein ganz ein guter. Wo ist er denn? Da. Ihr seid auch ein bisschen verwirrt, ne? Achso, Wasserextraktor mit Toreinschlag. Das macht ja quasi den Laser unbrauchbar. Vermute ich. Weiß ich nicht, aber ich vermute es mal. So, die Ersatzteile gehen auch schon wieder aus. Nein! Okay. So, genetische Zwiebeln. Bot, 45%, das ist doch schön. Bohrbot, nehme ich auch mit dazu. Waffen brauchen wir nicht, haben wir genug. Hm. Ja, medizinische Güter und so weiter. Tja. Tja, ne? Was geben wir dir? Erstmal ein bisschen davon. Und jetzt nehmen wir noch das Bioplaste. Ups. Medizinische Güter. Kriegst du noch 3 mit dazu? Ja, den da und den Rest füllen wir noch mit Geld auf. Muss ja ein bisschen geizig sein. Damit wir das Geld dann auch mal liegen haben, wenn mal ein größeres Angebot kommt. Dann kommt ja durchaus mal ein Händler, der so 6, 7 Bots dabei hat. Und das möchte ich dann gerne ausnutzen. Weil unsere Bot-Produktion, die wird, glaube ich, noch ewig brauchen, bis hier mal ein Gang ist. Trödelladen. Hey! Dass sie haben immer unter der Maus entlang fahren müssen. So, Waffenwerkstatt ist... ja, doch, doch, darf. Ich dachte mir gerade auch wieder überflüssig, kann man eigentlich ausschalten, aber nein, eigentlich nicht. Ja, es fehlen auch Ingenieure, ne? Es fehlt überall. Oh, oh. 13, ich dachte gerade. Ich glaube, ich stelle die immer noch ein, oder? Mal gucken. Ja.
Ja, weil unser Status so mies ist, ne? Ich verstehe aber nicht, warum unser Status mies ist. Eigentlich läuft das doch. Jetzt mal abgesehen von Ersatzteilen oder so. Also soweit ich das beobachten kann, zumindest gehen sie bei und bauen auch tatsächlich Ersatzteile, wenn gerade Mangel dran ist, ne? Sie sind nicht gerade konsequent beim Bauen, aber es steht zumindest zwischendurch mal einer. Und hier auch wieder die Biologen müssten doch reichen.